Glückwunsch. Ich meine, wir begegnen uns ja immer wieder auf dem Platz und da sagt man eher die Größe vor der Leistung des anderen und nicht du Blödmann. Das wäre sehr unsportlich. Nein, der ist über 200 Meter dieses Jahr unschlagbar. Ich bin Weltranglistenzweiter über 200 Meter, dementsprechend zählte ich auch zum Medaillenkreis. Ich bin jetzt 300 an einer Medaille vorbei. Das ist nach 200 Metern etwa so viel. Das nennt sich Sport. Das passiert. Eher andersrum. Es ist die Beruhigung, dass man weiß, dass man in der Weltspitze drin ist. Und ein bisschen Glück gehört zu diesem Sport auch dazu. Es ist immer knapp. Ich meine, der Rennrollstuhlsport in der offenen Kategorie T54 ist die härteste Klasse der Welt. Bei uns gibt es so viele Profis wie nirgendwo anders. Da ist jedes Rennen Tagesform abhängig und auch wirklich von Rennen zu Rennen abhängig, wie gut man es trifft. Da geht es mal so aus. Bei den 100 weiß ich, dass ich nicht viel reißen kann. Das wusste ich schon, bevor ich hier anreise. Ich weiß, dass die Topspeed stimmt, die Beschleunigung. Und dann müsste eigentlich über den 400 vielleicht noch etwas Besseres drin sein. Aber die 400 ist unglaublich stark umkämpft, weil sich die Sprinter wie auch die Mittelstreckler beide dort treffen. Und da kann eine Medaille bei rauskommen, aber auch das Finale von der Tribüne auszusehen. Klar, wir sind ein Team. Wenn die anderen erfolgreich sind, ist das hervorragend. Freut mich.